Moin moin und hallo zu einem neuen Hörbericht über das Traumalphabet, Orte und Zeiten. Wir sind nun bereits am M angelangt, hinter dem sich viele interessante Begrifflichkeiten aufhalten, auf die es sich lohnt, einen Blick zu riskieren. Viel mehr bleibt nicht zu sagen, außer viel Spaß beim Zuhören! Willkommen zurück, liebe Interessenten der Traumanalyse. Einige Traumorte oder Zeiten, die wir bisher behandelt haben, habt ihr sicherlich schon selbst im Traum wahrgenommen. Der Inhalt der Träume ist sehr mit unseren Erlebnissen im Alltag verbunden. Im Traum reflektieren wir, ob wir uns in der Gegenwart, im Zugzwang oder Gleichgewicht befinden. Heute gehen wir ein paar größere Traumbilder durch, von denen jeder von euch wenigstens ein oder zwei schon mal im Schlaf besucht hat. Davon gehe ich fest aus. Also, lasst uns nun starten. Das M hat einige interessante Dinge zu bieten. Das Moor. Ein rätselhafter Ort. Im Traum symbolisiert dieser die Furcht, festgehalten, gar heruntergezogen zu werden. Im Moor ist Vorsicht geboten. Wenn wir in Form eines Trampelpfades ihn durchqueren, spiegelt dies unseren momentanen Zustand wider. Wenn der Weg wegfällt, sodass wir unsicheren, sumpfigen Boden betreten müssen, setzen wir uns einem wahrscheinlich unvermeidbaren Risiko aus. In der Gegenwart bedeutet das für uns, dass wir unsere Impulse nachgehen sollten. Das Moor ist in dieser Hinsicht die Verbildlichung, wenn wir etwas bereuen, im entscheidenden Moment nicht getan zu haben. Wir laufen Gefahr, hierin zu versinken. Aus der Situation schwer wieder herauszukommen. Der Morgen. Die Zeit, wo ein neuer Tag anbricht. Neue Chancen, neue Situationen ergeben sich. Der Morgen gibt uns Zuversicht. Als Traumbild deutet er genau auf das hin. Gekennzeichnet, meist mit der aufgehenden Sonne, wird unser Geist zu neuen Taten erweckt. Als Träumer können wir diesen Moment auch entgegenfiebern. Gerade dann, wenn der vorherige bzw. aktuelle Traumort bedrohlich erscheint. Für uns ist entscheidend, was der Morgen bringt. Die vorkommenden Indizien sagen etwas über unsere Situation in der Gegenwart aus. Achten wir also lieber darauf. Der Markt. Ein wichtiger Traumort für uns. Wenn wir erfahren wollen, wie es um unsere Beziehungen und Haltung zu Mitmenschen in unserer Umgebung gestellt ist, wie interagieren wir mit den Leuten, wie antworten und reagieren sie auf uns. Hier sollte darauf geachtet werden, ob die Menschen in der Umgebung ein geschäftiges Treiben nachgehen, ob wir ruhig Situationen oder interessante Vorgänge beobachten oder ob Hektik herrscht, wir uns nicht konzentrieren können und Überforderung uns übermannt. Es spiegelt sehr gut unser gefühltes Stimmungsbild im Alltag wider. Auch kann es vorkommen, dass wir nicht ernst genommen werden, keiner mit uns handeln möchte, vielleicht sogar vollkommen ignoriert werden. So haben wir ein Geltungsbedürfnis, was nicht vollständig befriedigt wird. Ein Markt, der quasi wie leergefegt daliegt, ohne Menschen, deutet darauf hin, dass wir uns einsam fühlen oder Gleiches in der Art droht. Die Menschenmasse. Ein eher negatives Traumbild. Es kommt öfter bei introvertierten Persönlichkeiten vor. Hier kann Angst vor Fremden, vor zu vielen Menschen empfunden werden. Die Befürchtung, mitgerissen zu werden, nicht selbst entscheiden zu können, wohin man gehen möchte. Im Extremfall kann hier das Gefühl von Platzangst im Traum empfunden werden. Dieses Traumbild möchte uns darauf aufmerksam machen, ob wir ungern uns mit der Masse arrangieren, Sozialkontakte knüpfen können. Es ist Ausdruck der Ablehnung, die wir gegenüber größeren Gruppierungen empfinden.
Wir sollten uns von solchen fernhalten, wenn wir merken, dass sie uns erdrücken könnten. Das Museum. Ein Ort, wo wir, wenn das, was dort ausgestellt ist, uns selbst angeht, in Erinnerung schwelgen oder etwas verarbeiten. Die Ausstellungsstücke haben meist realen Bezug zur Gegenwart, eine Auseinandersetzung mit uns selbst. Hier können aber auch unpersönliche, vielleicht bizarre Ausstellungsstücke zu finden sein, die an unseren inneren Moralvorstellungen appellieren. Wie verhalten sich die anderen Museumsbesucher? Sind die Exponate darstellungsrelevant oder eher merkwürdig? Das Meer ist ein Ort der Anfänge. Es symbolisiert das Gefühl von Freiheit, Nahrung und Naturgewalt. Liegt es ruhig da, stellt es unsere zuversichtliche Einstellung dar, welche wir von neuen Aufgaben haben. Bei stürmischer See stellt es eher eine Bedrohung für uns dar. Wenn wir uns dazu nicht nur am, sondern auf dem Meer befinden, stellen wir uns in der Gegenwart größeren Herausforderungen, sehnen uns nach Neuanfang, neuen Ufern. Man sollte Acht geben, dass man nicht zu tollkühn ist und dabei kentert. Der Mond. Ein Symbol der Weiblichkeit. Frauen empfinden Zuspruch für ihre Femininheit. Männer sehnen sich nach einem weiblichen Gegenpart. Umso prägnanter der Mond uns erscheint, desto offensichtlicher ist dieses Bewusstsein. Das kühle Licht lässt uns sehen, was in unserer direkten Umgebung geschieht. Es lohnt sich, hier die Augen offen zu halten, um das Begehren differenzieren zu können. Die Müllhalde. An diesem Ort finden wir Gegenstände, welche uns nicht mehr am Herzen liegen sollten. Finden wir etwas, was wir gegensätzlich nie hätten wegwerfen wollen, reagieren wir erzürnt und mit Unverständnis, weshalb es hier so achtlos herumliegt. Die Müllhalde kann Ort des endgültigen Loslassens sein, des Festklammern an Erinnerungen oder Gleichgültigkeit dem Gegenüber sein. Lassen wir nun los oder klammern wir uns fest, obwohl es uns auch egal sein könnte?